Hallo, ja, Mike. Und damit recht herzlich willkommen auf unserem rostigen Kanal zum kleinen Indie-Horror-Spielchen. Heute spielen wir zusammen mit Genesis. Vorab natürlich noch ganz herzlichen Dank an unsere Unterstützer, ohne die das hier gar nicht machbar wäre. Vielen Dank, Freunde, für eure Hilfe. Ich habe schon ein bisschen Schiss in der Hose. Nur Partida. Obrigado. Para. Wow, es sieht schon mal cool aus. Para Internet. Das sieht schon mal cool aus. Ich habe keine Ahnung, was es hier geht. April 1975. Lago Wilde. Also, der wilde Fluss. Oder die wilde, also wildes Meer, wilder Fluss. Eine Leiche. Da liegt jemand. Ihr habt ja am Anfang gesehen, ich bin die Unity Engine gemacht. Wow. 2. Mai 1975. Also ein Monat, also knapp einen Monat später. Insomnia. Na mir. Ich verstehe es halt nicht. April 1975. Also jemand ist an dem Fluss oder an dem, wie sagt man denn, an dem See gestorben. Wahrscheinlich ist entweder unsere Frau, Freundin, Schwester. Ich denke mal davon, gehe mal davon aus, dass wir jetzt dahin gehen und genau untersuchen, wieso, weshalb. Wäre jetzt meine Vermutung. Aber cool gemacht bis jetzt. Der Vater war schnell. Ich bin mal gespannt, was da alles auf uns zukommt. Genesis. Kapitel 1. La. Ist es Spanisch? Espanol? Ah, maldito. Portugies. Maldito. Verdammt. Obrigado. Wow. Das sind also mir. Cool. Der hier war nicht schlecht hier. Wow. Also hier komme ich nicht weiter. Ah, hier geht's lang. Habe ich keine Flashlight? No Flashlight? Oh, cool gemacht. Ich habe keine Flashlight. Also hier geht's lang. Wir können nur diesen Weg hier gehen. Wow. Ich verstehe es leider nicht. What? Ich sehe halt absolut nichts. Ich habe keine Taschenlampe, nichts. Inventory habe ich auch keins. Taschenhaus. Oder? Ich sehe halt absolut nichts. Seht ihr, könnt ihr irgendwas erkennen?
Da geht's hoch. Sie? Tischen Kopf? Oh. Hier geht doch irgendwas Komisches vor sich. Nicht mit rechten Dingen. Leute, ich kann mich ja hier bewegen. Aber jetzt in First Person. Aber rennen kann ich nicht mehr. Das ist total disturbing. Ich bin sprachlos, Leute. Wir sind jetzt an diesem Haus. Wow. Aber was sind wir? Sind wir so eine Art Geist? Geh mal hoch. Wir haben eine. Was? Wieso spielen wir jetzt eigentlich in der First Person? Kann man das jemand mal verraten? Und vor allem, was muss ich tun? Das ist so crazy, Leute. Da liegt einfach ein Kopf. Aber ich kann ihn nicht nehmen. War das? Ein total verwirrendes Spiel. Genesis. Esora de comenzar. Wow. Schade, man soll Portugiesisch können. Kuriosität. Wow. Great. Mit diesen Filmsequenzen dazwischen. Wieso liegt da ein Kopf und das ist unser Kopf? Ich bin die Schwimmerin. Und ich habe halt immer noch keine Taschenlampe. Nietzsche! Friedrich Nietzsche! Leute, das ist Nietzsche, mein Lieblingsautor. Nietzsche. I love him. My favorite writer.
Wow, Nietzsche. Der alte Nietzsche, die Hackbirne. Ich habe so viele Bücher von Nietzsche daheim. Ich habe eine Taschenlampe. Mucho mejor. Oder besser gesagt, eine Stirnlampe. Wow. Friedrich Nietzsche. Also die Steuerung ist schon ziemlich gewöhnungsbedürftig, Leute. Kein Thema. Daran muss man sich erstmal gewöhnen. Vor allem, weil er sich dann wieder umdreht. Wow. 15. Was geht hier vor sich? Mir nicht mehr raus. Seht ihr das? Da ist keine Tür mehr. Where is the door? Ah, doch hier. Ich habe keinen Plan, kein blassen Schimmer. Wo es jetzt weitergeht. Ah, hier ist eine Tür. Also die Steuerung sehr, sehr kritisch. Das ist mehr wie gewöhnungsbedürftig. Es hat so ein bisschen was von Silent Hill oder so. Konsolenmutter. Wieso kann ich das umschmeißen? Ich habe keine Ahnung. Hier geht's raus. Eine Zelle? Ey, das ist verwirrt. Hospital? Nicht gut. Not gut. Bestia? Eine Bestie? Die Bestie in Menschengestalt. Cargando. Ihr könnt euch das gern selber durchlesen. Ich habe keinen Plan. Mit dem Messer festgemacht. Ich gehe mal da raus. Eine Tür. Die ist verschlossen. Close. Da ist nochmal eine Tür. Ja, komm mal rein. Diese Effekte. Neunzehnhundertsechsundvierzig. Also es ist ein Hospital, ein Krankenhaus, an diesem
See. Mara Utile. Gibt's hier irgendwas? Nichts. Nichts, was man gebrauchen kann. Leute, also mit der Steuerung werde ich nicht warm. Nicht gut. Was war das? Was ist das für ein Geräusch? Leute, ich weiß nicht, wo man jetzt da noch. Wo das Spiel jetzt noch hinaus will. Ich habe keine Ahnung. Cool gemacht ist es ja. Hallo? Hallo? Hier geht's die Treppe hoch. Wo? Kommt es von hier? Abgeschlossen. Gibt's hier auch noch eine Tür? Wo jammert denn da jemand? Ich habe keine Ahnung, Lady? Vor allem da ist ein Kreuz. Da kann ich aber alles nichts machen. Aber wo ist jetzt die Frau? Hängt da eine Not? Ich dachte. Ich bin total durcheinander. Da jammert doch jemand. Aber ich weiß nicht wo. Keine Ahnung, wo die sein soll. Weil einen Schlüssel oder irgendwas haben wir ja nicht. Es gibt ja nirgends einen Key. Da ist sie. Ist das unsere Schwester? Frau? Zumindest mal haben wir sie gefunden. Sie lebt. Terror. Maler sollen Victimen, Überlebende. Cool, dann. Der Lago Wilde. Schade, dass ich es nicht verstehe. Ich meine, mit Englisch habe ich ja schon Probleme, aber Portugiesisch ist halt absolut nicht meine Welt. Außer Obrigado und Maldito kann ich leider kein Portugiesisch. Portugiesisch. Aber wir haben schon den einen oder anderen auf dem Kanal. Der Sprache mächtig ist. Was soll ich jetzt tun? Soll ich wieder abhauen? Muss ich zu dem Lago gehen?
Schon wieder eine Rose. Nächste Tür. Leute, ich weiß jetzt nicht, wie lange das Let's Play überhaupt noch geht. Ich habe keine Ahnung. What the fool? Da hängt halt einer. Da komme ich nicht weiter. Es speichert auf jeden Fall. Das scheint. Ja. Keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Linke Tür. Es gab drei Türen. Three doors. Ich habe mich jetzt für die linke entschieden. Ich glaube, das war die falsche Tür. Ich mache mal Continua. What? Seht ihr, es gibt drei Türen. Drei Enden. Welche ist die richtige? Normalerweise. Ich entscheide mich normalerweise immer für die linke Sache. Weil wir sind ja nicht recht. Ich habe jetzt die rechte Tür gewählt. Was war das? Ein Untoter. Ich kann nicht zuhören. Das ist eine Sequenz. Aber großartig gemacht ist schon. Also steckt viel Arbeit drin, das auf jeden Fall. Die Tür. Ist alles verschlossen. Ich verwirrend. Jetzt bin ich ja schon wieder in der Kirche. Ich bin ja schon wieder in der Kirche. Eine Blume. Unsere Schwester oder die Lady ist weg. Crazy. Ich hab. Ich verschlossen. Die Tür. Da hinten ist noch eine Tür. What? Es ist jetzt ein zweites Ende. Es hört nicht auf. Es nimmt kein Ende. The Note. 15 Überlebende. Victims. Und ich habe keine Ahnung. Wo ich... Wie lange nehme ich eigentlich schon auf, Leute? Weiß es jemand?
Wo bin ich hier überhaupt? Ich habe keinen Plan. Von hier bin ich gekommen. Und hier gibt's aber. Gab's da eine Tür? Mann, ich sag, die Steuerung. Da? Ah, er tut was verschieben. Wahnsinn. Was ist? Ein Schlüssel. Ohne Lampe. Leute, Leute, Leute. Ich bin out of order, wie man so schön sagt, out of order. Ich habe keinen blassen Schimmer, wo ich jetzt noch hin muss. Oder runter? Hier. Wie lange geht das Spiel noch? Und das Problem ist halt immer, wenn du nichts verstehst, dann ist es immer schwierig. Eine Axt. Debo Ilo La Flor. Blume. Sie. Ich mach mal sie. Sie. Was passiert jetzt? Leute, ich weiß ja nicht, wie lange ich überhaupt schon aufnehme. Das schaut sich doch kein Mensch an. Vor allem, wenn ich da nicht weiß, wo was du machen sollst. Da war ich doch schon. Pada Pada. Leute, ich komme ja nirgends mehr raus. Doch hier. Halt. Hier bin ich jetzt rausgekommen. Nun? Man erkennt halt auch nichts. Jetzt bin ich wieder hier. Leute, ich habe keine Ahnung, was ich jetzt noch machen muss. Oder soll? Ich bin ein bisschen geistig überfordert. Ich bin schon wieder hier. I don't have a plan. Keine Ahnung. Ich komme nur durch diese Tür. Wenn ich aber jetzt hier durchkomme. Komme ich dann hin? Dann komme ich an den Tisch. Aber da kann ich nichts tun. Schade. Ich weiß es nicht, Leute. Keine Ahnung. Ich bin jetzt total lost. Wie man so schön sagt. Total los. Hoffnungslos verloren. Ich weiß halt jetzt nicht, wie es weitergeht. Ich würde auch sagen,
Ich komme jetzt mal zum Ende. Ich komme jetzt mal zum Ende. Salier. Oh, what? 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 Backpartys Spiel. Ja, Freunde. Das war jetzt mal Genesis. Es tut mir jetzt leid, dass ich am Ende hier absolut planlos war und nicht mehr weiter wusste. Aber zumindest mal haben wir ein Ende richtig gesehen. Wo wir ja das Zeitliche gesegnet haben. Cooles Spielchen, leider verstehe ich es nicht. Aber hat trotzdem Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen Spaß gehabt. Wir bedanken uns natürlich bei euch fürs Zusehen. Würden uns freuen, wenn ihr wieder einschalten würdet auf unserem Prost-Kanal. Bitte bewertet doch das Video, schreibt was in die Kommentare, aktiviert die Glocke und falls ihr noch kein Abo haben solltet, einfach nur aufs Köpfchen drücken, press the Hate-Button to subscribe. Ansonsten genießt das Leben, habt Spaß, übertreibt es aber nicht und bitte, bitte, bitte bleibt auch gesund, ja, und passt auf euch auf. Wir sagen schön mit euch und fingert euch rund. Euer M-Teddy, der Minde, der Rest der Raselbande und der Rosti. Obrigado, thank you, goodbye, good night.